Hello, hello, hello. Ich werde immer mal wieder gefragt, Irmgard, wo nimmst du die Disziplin her, wirklich so voranzugehen, deine Ziele zu erreichen? Ja, und im Leben wirklich da anzukommen, wo du hin möchtest, den Erfolg auch zu generieren, den du eigentlich haben möchtest. Wie geht das? Und da kann ich dir nur eins sagen. Du darfst ganz klar wissen, wo deine Reise hingeht. Du darfst ganz klar wissen, wie du dein Leben haben möchtest. Ich weiß ganz klar, wo die Reise hingeht, wie genau, was genau der nächste Schritt ist und habe immer Mentoren an meiner Seite, die den entscheidenden Schritt weiter sind wie ich. Nur die können mir ja auch den Weg zeigen, weil wenn ich ja wüsste, wie ich alleine diesen Weg gehen kann, dann könnte ich ihn ja gehen. Das ist so ein Thema, was wir so in unserem Kopf abgespeichert haben, dass wir, wenn wir so die Schule verlassen, so einen Abschluss haben oder Berufsabschluss haben, oder auch Studienabschluss, so jetzt weiß ich alles, jetzt weiß ich, wie das Leben funktioniert, jetzt muss ich das alles alleine hinkriegen. Das sind so interessante Gedanken, die wir in unserem Gehirn haben. Wir sind als Kinder niemals auf die Idee gekommen zu wissen oder dass wir es alleine schaffen müssen, dass wir alleine lernen müssen, auf zwei Beinen zu laufen. Wir sind niemals auf die Idee gekommen zu denken, dass wir alleine es schaffen müssen, wie das mit Rechnen und Schreiben und Lesen funktioniert. Hatten wir Menschen an unserer Seite. Vor der Schule, wir sind nicht auf die Idee gekommen, wir müssen alleine wissen, wie das funktioniert mit alleine anziehen, mit Zähne putzen, mit Haare kämmen, mit keine Ahnung, was auch immer so dazugehört, egal was. Wir sind überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass wir das alleine hinkriegen müssen. Es ist selbstverständlich, dass wir für alles da Menschen an unserer Seite haben, die uns den Weg zeigen. Und auch als Erwachsene, guck mal, wenn du jetzt Interesse hast, Spanisch zu lernen, da kommst du auch ja nicht auf die Idee, das selbst lernen zu müssen. Du suchst dir einen Lehrer, sei es online oder offline, jemand, der Spanisch spricht, nur von dem kannst du es ja lernen. Nur im Hinblick auf die eigene Weiterentwicklung, die eigene Weiterbildung, da kommen wir auf die Idee, wir müssen das alleine hinkriegen irgendwann. Oh, Humbug. Ja, wenn ich etwas gelernt habe die letzten Jahre, immer, 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 und das ziehe ich bis heute durch, Menschen an meiner Seite zu haben, die einen entscheidenden Schritt weiter sind, mich immer weiter zu entwickeln und mir da den Weg zeigen zu lassen. Was hat das jetzt mit der Disziplin zu tun? Wenn ich genau weiß, wo die Reise hingeht, wenn ich genau weiß, ich setze mich ins Auto und starte in München und will nach Hamburg, dann mache ich das Navi an und dann bin ich, weil ich hier nach Hamburg möchte, ganz logisch mit dieser Disziplin auch unterwegs. Das nächste Ding ist, wir haben alle eine gewisse Disziplin. Jeder hat eine gewisse Disziplin, Tag für Tag. Die Frage ist nur immer, das, was ich gerade mache, also diese Disziplin, was ich gerade habe, sei es jetzt, dass ich mittags nach Hause komme und erstmal mich 2 Stunden auf die Couch werfe und ich sag jetzt mal Netflix oder irgendwas anmache und mich berieseln lasse. Ist auch eine gewisse Disziplin. Die Frage ist nur, bringt diese Disziplin mich dorthin, wo ich hin möchte? Als ich noch diese, weil manchmal höre ich auch, ich habe keine Zeit für dies oder für jenes oder für das. Mal aus dem Nähkästchen plaudern. Als ich noch unglücklich am Schreibtisch saß, um 7 Uhr im Büro war oder sein durfte, mir die Geschichte erzählt habe, das muss so sein. Kinder waren noch klein, die sind um 6:30 aus dem Haus gegangen. Um die Uhrzeit bin ich dann auch mit dem Auto losgefahren. Erstmal rasch Aue auf der Autobahn. Ich bin viele Jahre, und ich sage jetzt nicht, dass du das auch so machen musst. Ich will dir damit nur mal sagen, die Antwort auch darauf geben, wo nehme ich die Disziplin her? Mir war klar, ich will da raus. Und mir war klar,
Ich darf da einfach für eine Weile mal Scheuklappen anziehen, metaphorisch gesprochen. In die Richtung geht's. Und für alles andere, was mich nicht in die Richtung bringt, stehe ich nicht zur Verfügung. Habe ich keine Disziplin für. Das war für mich mit der Konsequenz. Konsequenz hört sich ja zu heftig an. Aber ich will dir nur mal sagen, wieso mein Tag ausgeschaut hat. Ich habe morgens ein Stündchen gebraucht, um mich wirklich auf meine Ziele, auf das freie, selbstbestimmte Leben, dort, wo es mich hingezogen hat, ins Warme mit der Family, also alle mit im Boot zu haben, eine Stunde gebraucht, um meinen Kopf auf Spur zu halten, um mich überhaupt mal mental in die Richtung, wirklich jeden Tag auf ein Neues einzustimmen und nicht dem Denker, dem Verstand, den Raum zu geben, der knüpft immer an die Dinge von gestern an oder an Schnee von morgen, was nicht Lebenswirklichkeit ist, sodass ich wirklich meinen Kopf in die Richtung auf Spur haben konnte. Das war für mich damit verbunden, dass viele, viele Jahre um 3:45 morgens der Wecker ging, damit ich einfach Zeit für mich habe, um in die Richtung auch gehen zu können. Das war damals mein Weg. Inzwischen diejenigen, die ich begleite, denen gebe ich natürlich neueste Tools. Das liegt ja jetzt bei mir alles schon Jahre zurück. Den gebe ich natürlich noch andere Tools mit auf den Weg, wie du mit weniger Zeitaufwand, teilweise mit gar keinem zusätzlichen Zeitaufwand, effektiv den Kopf wirklich auf Spur haben kannst, in die Richtung darfst gehen, in die Richtung deiner Ziele, in die Richtung, wo es hingeht. Und dann war es bei mir natürlich so, als ich nachmittags nach Hause gekommen bin, war ja erstmal Haushalt, Kinder und alles Mögliche, was da einfach so ansteht. Und abends, wenn die Kinder dann im Bett waren, da hat für mich halt einfach mal für eine gewisse Zeit mit einer gewissen Disziplin der Tag nochmal angefangen. Da habe ich mal an meinem Herzensbusiness gearbeitet und habe geschaut, dass da ein Schritt nach dem nächsten auch umgesetzt wird. Waren damals andere Zeiten, bei mir ging es dann natürlich auch noch darum, eine Webseite zu erstellen, Flyer habe ich drucken lassen und solche Dinge, das musste ja auch alles irgendwie gemacht werden. Also das ist etwas, was heute definitiv nicht mehr funktioniert, würde ich niemandem ans Herz legen, mit Webseite sich zu beschäftigen, Flyer zu gestalten, Visitenkarten, das funktioniert heute alles ganz anders. Nur zu meiner Zeit war es damals so und das hat wunderbar funktioniert, also war ich auch mit dieser Disziplin am Ball und habe mich nicht hingehockt abends und mir 2 Stunden irgendeinen Film reingezogen im Fernsehen, der mich nicht dahin gebracht hätte, wo ich eigentlich hin wollte. Also mit anderen Worten, wäre ich mittags heimgekommen, hätte mich einfach mal auf die Couch gelegt oder abends, wenn die Kinder im Bett waren, Couching gemacht. Hätte ich das auch mit einer gewissen Disziplin gemacht, nur ich habe mich gefragt, was bringt mich jetzt weiter, wenn ich an meinen Zielen arbeite, da wo die Reise hingehen darf, oder wenn ich mich jetzt einfach mal auf die Couch lege. That's it, mit einer gewissen Disziplin sind wir immer alle unterwegs. Die Frage ist immer nur, was bringt mich weiter? Bringt es mich weiter, dass ich mich damit jetzt beschäftige, egal was es ist? Immer fragen, bringt mich das weiter in die Richtung, wo die Reise hingehen darf? Oder was bringt mich jetzt weiter? Und dazu gehören natürlich noch viele, viele andere Dinge auch. Jetzt war jetzt nur mal grob, wollte ich dir einfach mal so ein bisschen Antworten auf die Fragen geben, die ich mal immer wieder auch gerade in der letzten Zeit gestellt bekommen habe. Wo nimmst du die Disziplin her, immer weiter zu gehen, immer voranzugehen, immer wieder neue Entscheidungen zu treffen, immer wieder Next Step zu erreichen, dich immer wieder weiterzuentwickeln und. Indem ich genau weiß, wo die Reise hingehen darf und für alles andere stehe ich einfach nicht zur Verfügung. Punkt aus. So einfach ist das im Grunde genommen. Neben vielen Tools und Techniken, die natürlich so in den Tagesablauf ohne zusätzlichen Zeitaufwand integriert werden. Genau, aber das sind alles so Dinge, die ich dir liebend gern weitergebe, wenn du dich dann mal auch dazu entscheidest oder wenn dich das irgendwie anspricht, wirklich dein Leben jetzt zu verändern, wirklich auch frei auf der Welt unterwegs zu sein, wirklich mal herauszufinden, was entspricht meiner Mission und auch die
die Dinge, wo deine Seele dir bis eben auf der körperlichen Ebene auch schon Botschaften schickt. In welcher Form auch immer. Auf der mentalen Ebene, aber auch schon wirklich vielleicht auf der gesundheitlichen Ebene, auf der körperlichen Ebene. Wenn du das mal lösen möchtest und willst auch in dem freien Leben ankommen, dann wäre es vielleicht jetzt so der richtige Zeitpunkt, nicht nur vielleicht, sondern dann wäre jetzt tatsächlich der richtige Zeitpunkt, mal Kontakt aufzunehmen, dass wir mal unter vier Augen sprechen können, wie genau du das auch erreichen kannst und ja, dass du dich auch dafür mal entscheidest, damit du mal mit einer Disziplin in die Richtung gehen kannst, wo du eigentlich schon längst hin möchtest und auch da ankommst, statt weiter diszipliniert Dinge zu machen, die dich nicht dahin bringen. Ja, im Prinzip ganz einfach. In diesem Sinne, schreib mir gerne eine persönliche Nachricht, dann lasse ich dir gerne mehr Info zukommen, wie das für dich ausschauen kann. Und dann freue ich mich mega, wenn du dich traust zu springen und freue mich schon auf die sensationell genialen Ergebnisse, die du damit auch erzielst und in dem freien Leben, wo du dann eben auch ankommst. Nicht von heute auf morgen. Und wenn es um das Geld geht, es geht auch nicht darum, jetzt von heute auf morgen irgendwie mit deinem Herzensbusiness schnell reich werden Methode. Es ist in kurzer Zeit viel, viel mehr möglich für dich, als du bis eben für möglich hältst. Ja, weil eines meiner Glaubenssätze, kaum denke ich an etwas Schönes, schon wird es zur gelebten Realität, funktioniert, wenn man so gewisse Dinge zusätzlich noch mit integriert, was meine Teilnehmer aus der Akademie natürlich auch wissen. Perfekt, wunderbar. Das sind die Dinge, die dich erwarten und du darfst dich entscheiden dafür. In diesem Sinne, schreib mir eine PN für weitere Informationen und dann schauen wir, wie rasch du in deinem neuen Leben ankommen kannst. Ciao, ciao.